mach halt. Liebe Leute, willkommen. Tada, ein brandneues Gebiet. Wir sind Team Jimmy Jewel, wir spielen SAO Hollow Realization und ihr guckt dabei zu. Würde ich schon ein ganz neues Gebiet, ich bin noch gar nicht weiter. Ich bin jetzt irgendwie mit Leafa, Asna und Sinon, die ich übrigens immer noch... Ist eigentlich eine meiner Lieblingscharakterinnen. Nee, viel zu emo. Ich mag die, ich weiß nicht warum. Warte, bin ich nicht der... Naja, ich möchte, falls Leute das hören, jetzt nichts sagen. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ziemlich genau. Ich mag die einfach als Charakter. Die ist jetzt nicht, ne? Weiß nicht, ich finde die einfach lustig. Weißt du, wo ich gerade Afrop wieder höre und du ja auch meinst, Afrop ist gut, ne? Weißt du, was mir einfällt? Afrop hat ja mal gesagt, er macht nur Kollabos, wenn er weiß, oder Feature nur, wenn er weiß, dass es für immer brennt. Ja. Und eigentlich, das hat er mit Reime Monster und das hat er mit vielem gemacht. Stimmt. Hat schon gar nicht so... Alter, wer ist eigentlich soll das? Wer ist das? Ach, gehen die jetzt wieder schwimmen, oder was? Ich hoffe ein bisschen drauf. Na, du siehst nichts. Natürlich nicht. Ich habe eine Szene gehabt, da haben die sich irgendwie bespritzt mit Wasser, da war Asuna in dem vollen Anzug, Robe, whatever. Leck mich doch am Arsch. Vorher ist das, finde ich, ab 16 oder ab 12? Kann man da nicht Frauen in Bikinis zeigen? Ich meine, die OVA fängt mit der Szene an, wo die mit Schwimmbad sind, so. Ach, mich interessiert das also sowieso nicht, das ist einfach... Ich gucke mir die echte Frauen an. Nein, das stimmt wohl. Da gebe ich dir durchaus recht. Aber ich muss aber sagen, wo ich... Was soll das? Wenn meine kleine Schwester so rumlaufen würde, würde ich die ohrfeigen, bis sie lacht. Meinst du Liefer oder was? Ja, natürlich. Naja, wenn meine kleine Stiefschwester... Ist sie nicht sogar... Cousine. Wenn meine ersten Grades, ne? Ich glaube sogar zweiten. Also, ich hätte jetzt keine Probleme. Alter. Wenn die so reinkommt in dein Zimmer, ich glaube... Wie denn überhaupt? Bei mir hat die immer noch ihre Robe. Was hat die denn angehabt jetzt gerade? Bei dir? Immer noch ihr Mega-Underboob. Ja, das ist doch geil. Das willst du doch... Nicht bei Verwandtschaft. Ach komm, wenn deine Cousine im zweiten Grad ist, wo du nicht mehr weißt, dass die Cousine ist ungefähr, weil ihr euch so weit entfernt seid. Das ist so eine ganz andere Geschichte. Ja, aber das ist doch genau die Geschichte. Wenn ich es nicht weiß... Aufgezogen. Ja, ist ja richtig. Ich habe mal meine Cousine kennengelernt, da war mir auch kurz okay. Was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Also, ich habe eine sehr, sehr hübsche Cousine, aber das ist... Nee. Gut, man muss aber dazu sagen, dass sie über die Cousine, die ich gerade rede, die ist irgendwie im 10. Grad oder so. Ich glaube, das ist die Tochter der Großcousine meines Vaters. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mit der verwandt bin, aber so in dem Dreh, weißt du? Ich glaube, ihr habt nicht mal ansatzweise irgendwo auch nur die gleiche, ihr habt wahrscheinlich nicht mal die gleiche Genomanzahl. irgendwie sowas auf jeden Fall. Ihr seid wahrscheinlich nicht mal dieselbe Rasse. Na naja, gut, sie ist Frau, ich bin Mann, also kann ja schon... Ne? Ja, also auf jeden Fall ist der Planet, auf dem ihr aufgewachsen seid, anders, das stimmt schon mal. Weißt du, warum so gerne solche Wichser? Einfach aus Prinzip, befürchte ich. Ich auch, das ist das Schlimme. Alter, das sind hier 17er Monster, ich bin 32. Herzlichen Glückwunsch. Naja, ich habe hier das gleiche Problem. Es langweilt mich zu Tode. Ich glaube, wir waren einfach zu fleißig. Ich habe noch nicht mal XP gefühlt. Nö, das schon lange nicht mehr. Schnappende schwarze Schildkröte. Und alle mit einem Strike tot. Herzlichen Glückwunsch. Ja, einfach mal 10.000er Crit gemacht. Why not? Dafür 10.000 musst du critten? Das tut mir aber leid. Nee, Quatsch. Ich spiele nicht mit Himmelsklingen gerade, ja? Das ist ein feiner Unterschied, mein Freund. Okay, ist ein Argument. Ich spiele gerade wieder mit meinem Katana. Schwimmendes Geist. Mit meinem neuen Katana, aber mit meinem Katana. Da reibt sich aber gleich einer einen drauf, ey. Ey, das ist... Ich habe so lange auf den Katana gewartet, was ich weiterentwickeln kann, Alter. Das ist schon so ein... Leichter Unturner, wa? Ja. Lebenssaugfisch. Ihr habt ja einen Namen, meine Fresse. Trotzdem lebt ihr nicht lang genug. Event fertig. Traurig. Das war ein Event? Das suckt hart. Also ihr Name, was wir jetzt machen müssen, oder einfach nur weiter Einfach weiterlaufen. Forsche weiter ist
ist das Credo des Tages. Ich glaube, das ist das Credo des Spiels, aber hey. Ich habe Elfenbeinohrringe gefunden, die von Natur aus schon schlechter waren als das, was ich vor drei Gebieten, glaube ich, gefunden habe. Herzlichen Glückwunsch, Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Ach, scheiß drauf. Das bringt doch alles nichts. Nein, tut es auch nicht. Ein gutes Getränk wäre nett. Du verwöhntes Balk! Warum bist du schon weiter jetzt, oder was? Nein, das sagt sie so zwischendurch. Ach so, ja, ich habe ja keinen mit. Liz wird dieses Material lieben. Ja, warum sagt das Essen zu mir, wenn Liz daneben steht? Red doch persönlich mit ihr! Das ist, falls du sie nicht dabei hast. Ja, ja, natürlich, aber es ist trotzdem Bescheid. Oh, ein Level 32, tödliche Schneide. Mal sehen, wie schnell der fällt. Da, tot. Na, noch nicht ganz, aber. Ach ja. Irgendwie. Irgendwie nicht. Nee, irgendwie nicht, hast recht. Nee, irgendwie. Ich würde es auch gerne anders bezeichnen, aber irgendwie nicht. Ha, gute Arbeit. Danke. Sex. Ist auch egal. Wutzerstreuer, Knüppel. So nenne ich auch. Ist auch egal. Ich denke, das ist der Dick. Naja. Ja, auch, aber es kommt immer drauf an. Kommt auf die Situation an, für was man ihn benutzt. War sie ungezogen, ist es der Bestrafer. War sie sauer, ist es der Wutzerstreuer. Ja, ich verstehe. Sie gelangweilt, ist es der Zeitvertreiber. Es kommt auf die Situation an. Ein Gerät, alle Funktionen. Besser kann es eigentlich nicht laufen. Level 33, wow. Level 23. 33. Herzlichen Glückwunsch. Wutzerstörer, ey. Woher ich das wusste, dass der in der Kiste sein wird. Fisteriös. Das sagte deine Schwester. Nein. Okay. Entschuldigung. Ich kann sie ja mal fragen. Ich glaube, sie ist eine der wenigen Leute, die unsere Videos guckt. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich habe dich noch nie kennengelernt. Das ist einfach nur ein dummer Spruch. Ich meine dich noch nicht mal mit, sondern das ist einfach nur ein dummer Spruch. And nobody cares. Das ist richtig. Ich auch nicht. Ich wollte es nur gerade mal fest. Ich weiß nicht. Ich rede einfach nur. Lass mich doch einfach zu. Das ist ja das Problem, Jimmy. Ja, ich verstehe, was du da. Ich verstehe, was du hinaus machst. I see your point. Seems valid. And legend. Legendary valid. Ja. Alter. Sonst kriegst du in einem Skillradius alle 12 Feinde auf einmal tot. Stehst du vor dem, machst einen Skill, passiert gar nichts. Weißt du, was der Unterschied am Katana zu den Himmelschwertern ist? Du hast nur eins. Das Katana geht voll auf Crit. Und ich glaube, je nachdem, wie gut die Katana nachher noch werden, könnte ich dich damit vielleicht sogar besiegen mit den Himmelschwertern. Ich denke auch. Also die Frage ist weil nur, es geht halt alles auf Crit und Blutung. Ich brauche eigentlich nur auf Zeit spielen und ich müsste dich schlagen. Die Frage ist nur, ob ich nicht deutlich mehr HP bekomme durch die ganzen Schwerter und alles. Naja gut, aber das kann ja auch nur die Sparte des Königs sein. Es gibt ja auch genug Schwerter, die dann keine AP stimmt, haben. Ja. Aber ich will so den Unterschied an AP. Dein zweites hat doch auch keine AP, oder? Let's see. Du hast nur einen Sparte des Königs. Ja, stimmt. Ja, genau. Gut, du hattest einen kleinen Fall an HP. Naja gut, aber ich hab jetzt fast 30.000 AP verloren, ne? Nur weil ich die Schwerter gewechselt habe. Ja. Das ist schon eine Masse. Da ist halt die Frage, wie schnell im PvP die Blutung dann triggert und allgemein. Die Frage ist auch, wie stark die Rüstung wirkt, weil wenn du mir sowieso einen 10.000er Crit gibst, sind die 30.000 HP Gold wert, ne? Naja, stimmt natürlich. Du hast eine neue Nachricht bekommen. Interessiert mich ein Fuß. Ja, hier ist irgendwas im Boden. Ach, da sind die Mobs nachgeladen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, wir haben alle vorbei. Ich habe nur die Kisten rumgemacht und gehe jetzt ins zweite Gebiet. Ne, ich mach die auch platt. Ich habe irgendwie. Ich bin auch der Level 33 irgendwann geworden heute. Warum soll ich zum dritten Mal Skorpione platt machen, Alter? Nee, sorry. Ich hoffe einfach weiter. Ich habe jede Kiste aufgemacht, jedes Event gemacht und jetzt das zweite Gebiet. Scheiß drauf. Ich bin auch schon im zweiten Gebiet und ich habe eigentlich alle Gegner mitgenommen. Ja, ich bin aber auch ein bisschen später so erst hingegangen. That's the argument. Ungefähr so den Unterschied, würde ich sagen. Ja, könnte hinkommen. Oh, wie sieht das denn aus? Sieht nach sehr viel Springarbeit aus, oder? Ich weiß es noch nicht.
Na gut, ich habe die Karte aufgemacht, deswegen. Teleporter. Ich glaube nicht, dass er funktioniert. Wir müssen ihn zuerst irgendwie anschalten. Du bist ja hingelaufen, einfach nach oben, oder was? Ja, ja. Du musst 4 Dinge freischalten, scheinbar. Ja, behauptet es. Aber ich muss meinen Teleporter hier noch aktivieren. Ich vergesse das hier jedes Mal. Im zweiten Gebiet? Müsstest du da nicht schon vorbei sein eine Weile? Bin ich, aber ich muss ihn jetzt nochmal aktivieren. Herzlichen Glückwunsch. Das kannst du laut sagen, befürchte ich. Es ist also ungebufft, ne? Ich will jetzt nicht lügen, aber ich würde sagen, mehr als 70% Crit. Trefferchance. Okay, das ist eine gute Quote. Aber bei Mobs, ne? Die Frage ist, wie es im PvP dann wieder gerechnet wird. Ja, wenn das dieselbe Quote ist, dann kann ich eigentlich einpacken. Ah, du bist aber dafür deutlich schneller als ich. Und du darfst nicht vergessen, du hast auch fast jedem Skill Debuffs und Regen und so, ne? Ich nicht. Das stimmt. Und man hat relativ viele Schildbrecher-Skills als Himmelsklingen-Nutzer. Das sieht wie ein Teleporter aus, aber ich glaube nicht, dass er funktioniert. Wir müssen ihn zuerst irgendwie anschalten. Darin ist etwas geritzt, 4 Dinge, um genau zu sein. Ob das ein Hinweis ist? Ja. Wahrscheinlich nicht. Nein, die 4 Säulen darum herum, so, die sagen auch nicht, dass du... Das ist kein Hinweis, Jimmy, das ist doch vollkommener Quatsch. Ja. Aber ich muss sagen, ne, das hört sich jetzt auch schon fast wieder dumm an, aber hat das Spiel ein bisschen besser gelöst, als, weiß ich nicht, die ersten 100 Quests von WoW oder was weiß ich nicht, irgendeinem RPG, wo du dann einfach... Hierhin, mach da was. Ja, und laufe dann wieder zurück, also Backtracking. Das ist gerade jetzt, weil es sagt dir von Anfang an, ey, wir müssen was freischalten. Und das lässt sich nicht erst machen, um dir dann zu sagen, ach, oh, gut, dass du das erledigt hast, jetzt kommen wir weiter. Stimmt. Muss ich da irgendwie hoch? Nö, kannst du einfach hier weitergehen. Ne, aber da oben ist doch noch ein Boss, oder nicht? Mach mal die Minimap Nee, du musst dann nach links weitergehen und dann kommt der Boss. Achso, also kommt man auf diese Brücke gar nicht hoch, oder was? Sieht so aus, als ob du da oben auf Weiß es ehrlich gesagt nicht, aber der hat sehr viel, hält sehr viel aus. Das ist wieder so eine scheiß Schildkröte. Ja, das ist, der Boss ist einer der besten, wo du Skills leveln kannst mit den 100er Schwertern, also die 100 Coil kosten, dahin. Und weil der dann immer seitlich angreifen, dann trifft er dich nicht, du kannst die Kombo hochhalten wie sonst was und du kannst das Skills leveln ohne Ende. Habe ich in einem Video gesehen. Und dann am besten auf Albtraum oder so im Multiplayer. Da kannst du einfach Skills leveln ohne irgendwas. Weil die halt keinen Schaden gibt und aushält wie sonst was. Wow, jetzt habe ich mich gebufft, jetzt geht er runter wie sonst was. Gut, ich will jetzt aber meinen Skill nicht leveln, habe ich keine Lust zu. Nein, ich sag nur, also, ne, auch für die, die es vielleicht jetzt spielen oder so. Aber kein Bock, mich wegen dem zu buffen, jetzt ehrlich gesagt. Das ging jetzt auf jeden Fall deutlich schneller und man hatte durch den Buff diesen Blockbrecher. Ach, weißt du was, eigentlich hast du recht. So, Steinschnitter-Schwert. So. Das ist zwar kein episches, aber... So. Ach komm, hau einfach mal alle rein. Wenn ich jetzt nicht betäubt geworden wäre, weil ich genau falsch stehe, wäre es auch nett gewesen. So, dann machen wir noch mehr hier AP-Regen, dann habe ich hier noch ein paar Buffs, da und da, und jetzt bin ich fertig gebufft, mein ultimativer Angriff, und das Ding ist tot. Ron, bist du noch da? Ich bin noch, ja, geistig nicht, aber, ja, ich bin noch da. Ja, es ging auch schnell. Naja, gut, es war nicht tot, aber ich habe halt die erste AP, da ist damit weggefickt. Weißt du, so mit einem Skill dann danach, er hat auch noch gequittet und dann, ja. Ich nehme mir hier auf dem Weg sowieso immer alles mit, weil man weiß ja nie, vielleicht... Ich habe gerade mit meinem Ulti, und der hat nur zweimal getroffen, bevor der Boss weg war, jeweils einen Crit mit 28.000 gemacht. Ja, ich glaube, wenn das 1:1 mal in PvP umsetzt, dann habe ich ein Problem. Oh, ein Teleportsiegel. Ach, da wo das Ausrufezeichen ist auf der Map, komisch. Seltsam. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Wie ist denn das passiert? Oh mein Gott, ich bin schockiert. Oh, der Steinschnitter sieht aber gut aus. Wenn man das im Blau machen kann, könnte das, glaube ich, mein Spaß als König ersetzen. Das glaube ich auch. Alleine wegen der AP darauf. Ja. Oh, ein Boss. Ein Monster. Wir müssen uns wohl. Warst du schon rechts bei dem
Bei dem Tunnel? Weil da ist noch eine Truhe. Nee, da weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Würde mich interessieren, was in der Truhe drin. Wie habe ich die denn jetzt alle gewonnen, what the fuck? Okay, hier passieren Sachen. Ich habe die Kunde ja irgendwie hinten. Hm, egal. Der ist 25, der Ofendrache. Ja, boah. Es sackt so hart. Ich brauche Herausforderungen. Eine Challenge. Ja, ich verstehe das. Och, Heiltrank plus. Hm. Wir müssen noch drei von diesen... Lass mich raten, die anderen sind Erdglyphe, Feuerglyphe und Wasserglyphe. Das würde mich schockieren. Ich hab gespoilert, es tut mir leid. Kann man es blau machen? Oder was? Nein, ich hab wegen deinem... Auch so wegen meinem Mega-Spoiler. Genau, das war ironisch, sarkastisch. Das ist auch... Ich weiß nicht, was ich erzähle. Lass mich alle zufrieden, okay? We tried, but you... you began to speak again. Ich glaube auch. Nobody knows the trouble I hear. Also ich habe jetzt dreimal meinen Ulti-Angriff gemacht, jeweils mit jedem Hit getötet, das Ding ist tot. Ich habe einmal Ulti gemacht, ein bisschen runtergeplatscht und dann mit Skillbreaker, dann war gut. Ja gut, man muss aber dazu sein, dass meine Ulti ja kein 27er-Hit ist und Jahre dauert, sondern meine Ulti ist nach vorne, macht drei Hits und ist tot. Wobei eine 27er-Ulti nervt auch ein bisschen. Ja. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich finde die Skills, das habe ich auch beim Skill-Leveln gemacht oder gemerkt, ich finde die Skills, die so unendlich lange dauern, gar nicht so gut. Nee. Weil du dann echt Probleme auch hast mit dem Ausweichen und so, finde ich. Du hast auch jede Menge AP, die du wegbrennst. Ey, gut, die haust du ja mit, die hau ich ja auch weg, die 100. Der Ulti ist ja 150 oder so. Na, meiner so 100. Okay, dann ist das sogar noch ein Vorteil von mir. Ja, ich glaube, man hat mehr AP-Burst, wenn man hier Dual-Handed spielt. Ja, ich glaube aber immer noch, dass das die stärkste Stance ist. Ja, es kommt aber, glaube ich, darauf an, wie man spielt und gegen was, ne? Das ist, glaube ich, immer so das Mysterium. Ich glaube, wenn du das wirklich raus hast, vor allem mit diesem, wenn du dann aus... Weil die ist ja sehr auf Balance der Stats auch angewiesen, die Stance, und ich glaube, wenn du da gutes Equipped hast und dann wirklich damit klarkommst, hier, weißt du, welchen Skill setze ich wann ein, wann kommt der Schildbrecher, wann kommt die AP-Regen und der Debuff für Armor und Angriff und so, und ich glaube, wenn du das wirklich dir da für dich selber eine gute Strategie zusammengehörst hast, das kommt da keiner hinterher. Ganz ehrlich. Ich muss gerade sagen, ich habe dem ungebufft, gerade diesen Boss, der auftaucht, schockierende News, habe ich dem gerade mal ordentlich den Arsch vermöbelt, ey. Wo bist du denn hingegangen? Ins nächste Gebiet, oder was? Ja. Da kommt so ein wabbelnder Schleim. Vielleicht hast du den auch, ist ein Eventboss. Nee, ist ein Truhenboss, mehr ist das nicht. Ich wollte jetzt erst nochmal die Truhe machen, weil dadurch, dass du den Boss gemacht hast, sind ja die Truhen neu gekommen. Ach, stimmt. Und falls ich das blau machen kann, das Schwert, wäre es halt ganz neu, ist das doppelt so. That's an Argument, aber ich glaube, da kümmere ich mich nicht jetzt drum. Wenn es halt blau machbar ist, dann hole ich mir das nochmal, aber... Ja, verstehe ich. Ich sag's nur. War jetzt auch keiner, aber ich habe halt gesehen, dass es wieder da ist und mein Gott, warum dann nicht eben? Ja, ich habe ja gar nicht drauf geachtet. So. War auch mehr Zufall bei mir, muss ich sagen. Ja, du weißt ja, wie meine Map Vision ist, wa? Nicht vorhanden? Das war tatsächlich auch genau das, was mir im Kopf herumsteht bisher. That's definitely precise what I thought. Aber da hast du die Truhe an dem Tunnel ja gar nicht offen gemacht, oder? Die blaue doch. Nein, die braune, ganz rechts. Och, vor allem die man einmal offen machen kann. Ach so, an dem Tunnel. Nee, hab ich nicht. Ja. Wobei, ich bin nicht sicher. Also, vorhin hast du gesagt nein, und wenn du jetzt einfach weitergelaufen bist, dann nicht. Keine Ahnung. Ja, was weißt du eigentlich? Ja, nix. Muss auch reichen. Das ist richtig. Mehr will ich gar nicht wissen als nix. Das muss wirklich heute... Man könnte ja auch mal die Leute aufklatschen hier, die mir hier folgen. Warum ist mein Team gerade offline gegangen? Weiß nicht, aber ich höre dich noch. Wobei das keine Garantie ist für ein Netzwerk. Das wissen wir. Ich spiele auch noch, aber das ist auch keine Garantie für Netzwerk.
Ja, wir hatten ja mal irgendwann den Fall, da war Jimmy online. Ja. Aber ich konnte TS, nichts, ich konnte, es ging nichts mehr, außer Teamspeak. Ich konnte in keinem Messenger oder sonst irgendwas, nichts ging mehr. Im Chrome, Firefox, egal was, ich glaube Chrome gab es damals noch nicht, aber ist ja egal. Es ging nichts mehr, außer Teamspeak. Keine Ahnung, was das für ein Fehler war. Jetzt ist der Boss hier oben gebuggt, willst du mich natzen? Ach, jetzt kommt er runter. Ja, ja, komm. Hol dir eine Packung und verschwinde. Herzlichen Glückwunsch, danke. Wissen was ist denn für eine Packung? Kekse? Nee, Gummibären? Packung Scheiße. Ach, okay. Dickbraun und dampfend. Langweilig, Ron. Ich bemühe mich. Ich hätte mir ja auch mal eine Eventruhe geben können. Echt, das war jetzt schon der Boss für die nächste Glyphe? Wollt ihr mich natzen? Was und Wasser? Ach, das ist alles kacke hier. Das fällt dir aber nicht jetzt erst auf, hoffe ich. Ich befürchte doch. Was ist ein Lame-Scheiß? Scheiß Lame. Was ist wirklich eigentlich ein Hack'n'Slay, wo du nur durchrennen kannst, wenn du einmal... Ne? Also ich habe ja aus der Kiste nur Mahnrüstung gekriegt. Wish you well? I don't know. Okay. Cool, ich nicht. Wobei, ich die ganz braun im Erdwo, die du gar nicht gemacht hast. Ach so, ja, von mir aus. Mein Gott, eins. Du kannst dir wirklich, du behältst ja, wirklich nichts, oder? Was interessiert mich so eine braune? Da ist eh nur Käse drin normalerweise. Oh, aber ich bin nicht sicher. Vielleicht würde ich dich schon in blau verwandeln. Vielleicht habe ich eines Tages Glück und muss mir so einen Schwachsinn nicht anhören. Geh doch! Nee, ich kann nicht aufnehmen. Ja, stimmt, du hast ja gezeigt. Kann nicht, muss aufnehmen, das Deutsch, nix, gute Sprache. Dem schwierig. Ich mag deutsche Sprache, du nicht? Doch, eigentlich so ganz nett. Ich habe schon schlechter gesprochen. Das glaube ich einiges auch. Wobei, ich habe dich schon im Delirium mitgekriegt, dass du schon besser gesprochen hast als jetzt gerade, also von daher. Das stimmt leider auch, ja. Ja, musst du einfach mal ein Ohr abschneiden. Dafür bin ich nicht Van Gogh genug. Ist auch eine geile Aussage. Dafür bin ich nicht Van Gogh. Ja, das hier ist fast schon eine Wissenssendung. Wäre sie nicht so Bullshit. Wie sagt Chris so schön, ganz genau wortgetreu kann ich es jetzt wiedergeben, aber irgendwas von wegen Van Gogh hat sich das Ohr abgeschnitten und zählt als Begründer der modernen Malerei. Also im Vergleich zu ihm, so irgendwie so. Ich kann den Zusammenhang gar nicht. Mir ist so im Kopf gekommen, als du das gesagt hast. Auch so von wegen bekloppt und so und, ne? So in dem Zusammenhang. Aber bekloppt war der auf jeden Fall. Naja, ich meine, also ich mag meine Ohren da, wo sie gerade sind. Boah, du. Für Selbstverstümmelung bin ich leider ein bisschen zu feige. Was ist leider? Also. Naja, also Emo schwören ja auf sowas. Vielleicht hilft das ja wirklich, ja, Stress abzubauen. Hast du die Frisuren mal gesehen? Damals. ich schwöre auf ganz viel. Bilder zeigen, oh, wann ist es so spät geworden? Ich kann die Bilder von Menschen zeigen, die würdest du sofort... Wegfallen, ja, das stimmt. Ich erinnere mich da auch noch an die eine oder andere... Na, ich sag lieber nichts. Um die Ecke bringen wollen. Ich rede jetzt nicht von... Die mag andere Musik, die hat nichts mit Emo zu tun. So. Was? Nein, ich rede gerade von jemand ganz anderem. Achso. Dani? Nein. Nee, die ist nur gestört gewesen, aber gut. That's not the deal. Emos, oh. Ja, aber wir hatten. Ich hatte. Du möchtest den Namen, ich verstehe schon. Ich hatte viel Sex. Ich hatte viel Sex. Das ist die beste Antwort, die du jetzt geben kannst. Ich weiß nur nicht immer, ob das so toll ist, wenn Frauen wissen, dass du viele Geschlechtspartnerinnen hattest. Wer guckt sich das hier schon an, Jimmy? Sind wir mal realistisch? Naja. Und die sich's angucken, wollen wahrscheinlich mit einem von uns beiden. Oder im schlechtesten oder besten Fall sogar mit beiden. Von daher. Naja, jetzt wird's komisch. Aber hey. Das war zu fürchten, Jimmy. Ja, leider Gottes. Hey, das ist ein 30er Wort. Wow. Wort, voll. Ich hab voll dran vorbeigenarzt. Krass. Alter. Herzlichen Glückwunsch. Hallo, Boss. Soll ich mich waffen, Boss?
Nein, Boss. Alter. Ist das krass, wie ich einfach nur. Das sieht gerade wieder richtig aus. Nein, ich habe noch nicht, ich habe nur so ein bisschen gebufft, so minimal und nicht Attacks wie nichts, aber ich habe halt nur gequittet und die rote Leiste war halt so grün, war halt so groß nach dem einen Schlagabtausch wie seine grüne vorher. Das war halt einfach nur so, okay, das war Schaden, ich verstehe. I see what I did here. Ja, genau. Kardinalstrahl. Warum hat eine Rapier Stärke drauf? Das hat doch nichts miteinander zu tun. Müsste Rapier nicht eigentlich so viel Schnelligkeit wie möglich haben? Im Bestfall ja. Ja, der vor allem so ein Scheiß. Die schnellste Spielerin war, ne? Von der Angriffsgeschwindigkeit. Vor allem so ein Scheiß Florett kriegst du doch überall her. Und kriegt doch jeder halten. Da musst du auch echt keinen dicken Arm für haben, ne? Nein, aber so überhaupt nicht. Ey, aber das ist doch auch Bullshit. Kirito war doch der schnellste, deswegen hat er die Doppelschwerter gehabt. Der war doch der schnellste. Aber der mit den besten Reflexen. Nein, nein, er hatte mehr als eine Sache. Er hatte mehrere Vereine und deshalb hat er den Flashes gekriegt. Das hat doch hier Kaiba, ne, hieß ja Kaiba, der. Kaiba, hat das doch. Kaiba, ja. Kaiba. Seine Mutter hat das doch erklärt. So. Stimmt, ja, seine Mama hat das mehrfach erklärt. Ich hab ihm nie zugehört. Ja, Alter, was ist denn das hier? 35? Heathcliff. 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 Nein, Cliff. Heathcliff. Heathcliff. Krasse Heathcliff. Das hört sich widerlich an. Ich weiß nicht, ob ich sowas jemals miterleben möchte. Eine Heathcliff. Wobei, Heathcliff kommt auf die... hab nicht so ganz auf die Uhr geguckt, aber ist die Folge jetzt nicht schon eine Stunde? Ja, aber lass mich den Boss noch plätten. Naja, ich frag nur. Ich hab nämlich echt nicht aufgepasst. Aber kann er mich jetzt mal rauflassen? Ich will ihn mal auf der Mappe hauen. Na, das hält sie aber auch viel aus. Naja. Das hat sie auch gesagt. Das ist so ein scheiß Golem, der wieder mal alles... Albtraum-Gremlin. Ja, Gremlin könnte man als Stein bezeichnen. Und da hättest du jetzt gar nicht so unrecht. Als was? Als Stein? Du kriegst von dem, glaube ich, Wind. Ja, macht auch Sinn. Ja, inwieweit das Sinn macht. Na, Gremlin fliegen und so. Oder würdest du mir da jetzt widersprechen? Nö, absolut nicht. Aber es macht mir... Für mich persönlich macht es herzlich wenig Sinn. Na gut, das... Verstehe ich sogar. Alter, hör halt auf zu fliegen, du Scheißviech, Mann. Ja, das war auch mein Gedanke dahinter. Zwei Ultimates schon daneben, warum er dann genau in die Luft gegangen ist, Alter. Wollt ihr mich verarschen? So. Jetzt kriegst du mein Ultimate ab, bist tot. Oh, armes Viech. Aber jetzt eskaliert hier alles, weißt du? Oh, der Boss lange gedauert. Meine Fresse. Und noch nicht mal eine Questruhe dafür. Ich hasse sowas. Erdglyphe, habe ich doch recht gehabt. Erdglyphe, ja? Okay. Mhm. Dann habe ich nicht aufgepasst. Ach so, warte kurz. Das tut mir nicht. Ist jetzt nach oben oder nach unten? Oder beides oder links oder rechts oder geradeaus? Grundsätzlich immer rechts, wie der Führer sagen würde. Das Blöde ist, ich muss aber nach links. Dann dreh dich so, dass du nach rechts da hingehen kannst. Dreimal rechts ist auch links, oder wie war das? Ja, genau, dreimal rechts ist auch links. Wenn du die Kurve rechts nur lang genug nimmst, ist sie auch links. Alter, warum sind wir so gestört? Ich glaube, wir müssen aufhören. Warum sind wir so gestörte Menschen? Dass wir kurz auf die Uhr gucken, ja, es ist Zeit zum Heier machen. Liebe Leute. Und wir meinen das doch nicht mehr böse, wir sind keine Nazis, aber wir mögen einfach schwarzen Humor. Ja, und Soziopathen. Und das auch noch. Liebe Leute, ich würde sagen, ihr dürft uns in der nächsten Folge wieder zugucken. Ich weiß, sehr nobel von mir. Ihr müsst. Ihr müsst. Bis dahin, wir sind cool.